Hallo meine lieben Uhrenfreunde, heute zeige ich euch, was in dieser schönen Vintage-Uhrenschachtel verborgen ist. Und zwar ist es eine Arsa-Handaufzug. Arsa steht für die Auguste Raymond SA, welche 1898 gegründet wurde. Bemerkenswert ist der schöne Zustand des Stahlgehäuses, das sich trotz seines Alters wirklich noch fast im alten Glanz zeigt. Ich schätze diese Uhr auf ca. 1949, 50 oder 51. Auch das Glas ist schön. Was mir jedoch bei dieser Uhr am besten gefällt, ist das leicht patinierte Ziffernblatt. Gemeinsam mit dem gebrauchten Lederband ist der Vintage-Touch natürlich perfekt. Die Uhr hat eine Breite von 28 mm. Das hört sich jetzt relativ wenig an, ist aber für eine eckige Uhr durchaus üblich aus dieser Zeit. Schauen wir mal ins Werk rein. Hier seht ihr das Unitas 197 Kaliber. Unitas war die Rohwerkeabteilung von Arsa, also das gehörte damals zusammen. Leider läuft das Werk ein wenig zu langsam, das heißt, es wäre in nächster Zeit einmal ein Service angebracht, wenn man die Uhr tragen möchte, damit sie auch wieder zuverlässig läuft. Aber wie man hier sieht, alles in allem ist dieses Werk optisch in einem sehr schönen Zustand und kann mit wenig Aufwand wieder so zuverlässig gemacht werden, wie es Anfang der 50er Jahre gedacht war. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal, wo ich euch wieder die ein oder andere schöne Uhr zeige. Danke und bis dahin. Ciao.